einer weiteren Folge von Pokémon Silber. Und ich habe alle Trainer besiegt in der Arena und stehe jetzt hier vor dem Arenaleiter, vor der dritten Arena, und wir sprechen direkt an. Ich bin Mianka. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt. Ich bin gut. Hallo Brownie. Hi, ich mache gerade hier eine Pokémon-Aufnahme, da kam auch schon rein. Das kommt auch bald. Wir verraten noch nicht zu vieles. Es wird nur PC-Pokémon. Ja. Zusammen. Ich mache schon mal meinen PC auf. Pass auf mal auf. Ja, Ich wird auch schneiden. Ich mache mir gerade ein Schneideprogramm runter, das ich früher mal hatte, aber dann ging es irgendwann nicht mehr. Dann hast du es deinstalliert. Weil es nicht mehr ging. Auf einmal. Nein, ich habe vergessen, Ü-Ei raus wegzupacken. Krass. Ich mache gerade Arena. Alles. Und ich habe ein Ü-Ei. Ü-Ei. Da kennst du Togepi aus der Serie? Ja. Das ist aus dem Ei gegangen und da wurde es ein Ü-Ei. Lass es jetzt. Lass es bitte. So. Hier wird jetzt richtig viele Folgen. Ich werde jetzt auch sogar jetzt auch noch ohne Kuchen Gamma X da. Was? Mache wird. Ja. Ja. So. Also wir arbeiten zusammen, was müssten schon einige wissen. Und muss eigentlich jeder wissen. Ja. Was hier gerade ist, ich bin direkt neben. Nein, das bin ich nicht. Oh, doch, ich bin teilweise wirklich kaputt. Wo ist meine Maus? Kuchengamer. Ich habe keine. Von dir. Ich habe meine eigene. Wieso ist denn hier meine Maus nicht dran? Vielleicht hat... Man kann ihn nicht aufnehmen. Scheiße, Metronom. Auch wenn der... Kuchengamer. Warte. Oh mein Gott. Oh, Kanimani. Oh mein Gott. Nein, er hat mein Pokémon ausgewechselt. Okay, Kanimani. Ja, du schaffst es auch. Ich noch kein Pokémon ist gestorben. In dieser Folge. Ja. Guck mal. Hier. Das ist meine Maus. Nein. Doch, das ist die. Meine. Ja, die habe ich zu meinem PC dazugekommen. Ja. Jetzt hol ich eine andere. Das ist meine. Ich habe sonst keine. Ja, dann darfst du nicht meine stehlen. Mittag. Doch, darf ich. Mach das, du bist tot. Okay, danke. Wieder weg. Morgen. Oder 3 Jahren gibt es ein Video. Das musst du eben eine suchen. Wir haben sicherlich noch ein paar. Da ist eine. Dann nimm die doch. Aber da ist kein Ding drum, dumm, dumm dran. Ich hab's nicht. So misset. So Leute, ich habe gerade den Arenaleiter eben mal gemacht. Gehen wir nochmal eben die Pokémon heilen. Und dann hat die Arenaleiterin gesagt, ja, ich hätte noch niemals verloren. Und dann wollte mir die ordentlich geben. Und dann hat eine Trainerin da gesagt, ja, das passiert öfters, wenn sie verliert, also musste keinen Kopf drüber machen. Vertraue ich mal drauf. Aber soweit ich weiß, braucht man jetzt diese, das, was wir hier haben, die Pokémon-Radio-Funktion, damit wir damit wir die jetzt überreden können, uns erstmal den... Hey, lol. Es war früher so.
Oder war das, damit die überhaupt in der Arena noch geht? Ach. Aber wir werden später irgendwann auch mal Pokémon Silber oder Hartgold wahrscheinlich eher. Ist ja das Gegenstück zu. Mann, jetzt bin ich wieder am falschen Ort. Die Stadt ist, das ist nämlich, soweit ich weiß, sogar die Hauptstadt von Johto. Weil die ist, ich glaube, die erst- oder zweitgrößte Stadt. Es gibt noch eine Hafenstadt, die kann damit mithalten. Mit der Größe, aber ich glaube, die ist auch noch nicht so groß und hat auch nicht so viele Häuser. Wie diese Stadt, also sind wir hier so gesehen gerade in der Hauptstadt. Was willst du? Einen Orden? Oh, stimmt mir. Ich vergaß. Hier ist dein Basisorden. Danke. Mithilfe des Basisorden können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das ist hier. Kannst du. Du auch haben. Kuchengamer erhält. Okay. 45 TM. Anziehung ist das. Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Psst. Das ist nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir. Ach, egal. Los, wir hauen ab. Ich möchte nicht in dieser Stadt voller komischen Leute mit Team Rocket, die nur sagen, hau ab. Ich gucke mir nur den Radioturm an. Und Arena-Leiterin, die keinen Kampf einstecken können. Ja, ich finde, diese Stadt ist verwirrend. Ist eine Irrenstadt hier. Eine Irrenstadt, sage ich. So, und wir können uns ein neues Pokémon fangen. Was haben wir denn überhaupt gerade für Pokémon so? Hori. Ü-Ei möchte ich wieder nach vorne setzen. Und ich würde sagen, ich hole erst in den nächsten zwei Parts erstmal Alias und so und hier ab Kalabra ab. Ja. Oder Simsalabim. Abracadabra, ja, aber das. Bin noch ein bisschen verwirrt. So, aber das ist auch ein. Oh nee. Okani kann ich dagegen gut einsetzen. Na doch, das geht. So, Kani, das braucht auch nicht mal viel zur Weiterentwicklung. Ich habe hier hinten so eine Tafel, wie ihr wisst. Da steht das drauf, wartet. Während ich den Kampf hier mache, kann ich mal eben rüber gucken. Kani. Level 18, okay. Braucht noch 3 Level. Aber ist auch nicht mehr so lang, ne? Und da Kani davor ja mal kaputt gemacht wurde schon jetzt, ich glaube, 2-3 Mal. Zweimal gekillt wurde. Ich finde, ein drittes Mal wäre auch schon ein Ding, ne? Man stirbt ja eigentlich nur einmal, aber er würde zum dritten Mal sterben, wenn er nochmal stirbt. Oh, ich habe verloren. Kuchengamer erhält 300, okay. Der Teil geht nach Hause. Nein, die schlecht. Hey Kuchengamer, wie geht's dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden. Und habe es dieses, dekorative Item von deinem Geld gekauft. Das ist auf deinem PC. Hoffentlich gefällt es dir. Die benutzt mein Geld und für mich irgendwelche nutzlosen Items wahrscheinlich zu kaufen. Warum? Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Naja, ich werde gewinnen.
Aber du kannst es versuchen. Das Camper. Sandern. Und ich brauche ein Aufladekabel. Ach egal, hole ich mir gleich, wenn es blinkt. Oder ich speichere mal ganz gleich. Er gerade erst angefangen, glaube ich, mit den. So, Sandern, das kann man auch bei der Spielhalle bekommen, aber wir wollen ja immer noch das Dratini, unser Liebes. Das wir uns ja später holen. Los! Warum geht der Aquaknarren nur daneben? Das ist ein. Ja! Er hat es geschafft. Einmal ging der Aquaknarren nicht daneben. Denn. So. Beendet haben wir sein Leben. Erhält Level 12. Nicht mehr viel fehlt, Leute. Meryl, okay, da holen wir nochmal Ü-Ei rein. Gegen Meryl haben wir auch gar kein. Ich habe vergessen, wir sollten vielleicht mal irgendwas gegen Wasser-Pokémon tun. Weil später kommt ja auch noch Misty dran und da habe ich keinen. Ja, ich habe nicht so viel Lust daran, dass wir noch nach der Hauptstory sterben. So schnell. Ach, das wird doch nicht Aaron so schnell killen. Ist nur 4 Level unter ihnen, also. Also müsste es klappen. So, Steinwurf. Selbst das macht nicht mal übel Schaden. Oh, wie dumm. Vor allen Dingen ist es die einzige Steinattacke, das Meryl kann. Und es ist ein Wassertyp. Es hat nichts mit Boden oder Stein zu tun. Und kann halt eine Steinattacke. Das ist so dumm. Ich glaube, da war wieder ein Praktikant, der da so gedacht hat, okay, das wird doch klappen. Aber nein, wird es nicht. Mein Gott, mein Onix ist aus Stein. Und ist auch ein Gesteinstyp. Kann deswegen auch Steinwurf machen. So, aber nicht so Meryl, das Wasser-Pokémon. So, gibt's hier. Es ist doch klar, dass dann nach der nächsten. Ich habe aus dem Pokémon-Radio Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Und was? Was? Hä? Ich weiß nicht, was der mit meint. Gibt da. Oh, wie dumm. Oh, wie schwach. Was ist das denn für ein lame Pokémon? Wir probieren mal. Ah. Metronom Wasserattacke. Nagelrakete? Macht das viel? Nee. Aber dafür. Kommt jetzt darauf an. Okay, probier nochmal. Kratzer. Das sind alles so dumm, so richtig schlechte Attacken, die unser Ü-Ei nicht so getten, nicht so. Fliegen! Wie? Okay, es ist Metronom und das kann jede Attacke. Sogar Attacken, die nicht mal Mew können. Und Mew kann eigentlich alles. Und Mewtwo. Aber. Es gibt sogar Attacken, die können gar kein Pokémon in bestimmten Generationen nicht lernen, außer Pokémon mit Metronom. Weil Metronom kann jede Attacke, aber manche Pokémon können die Attacke nicht lernen, aber man kann sie einsetzen durch Metronom. Bei Zubat möchte ich trotzdem mal ein bisschen mit Kani rumspielen. Also ich werde die oft noch mal ein bisschen mehr leveln. Ich möchte nämlich so ein Overpower-Team.
Vor allem, wir haben Aaron, unser UP-Pokémon, und dann haben wir noch den Rest. Und der Rest, der muss echt besser werden. Der, aber obwohl unser Team ist einigermaßen auf dem gleichen Level wie die ganzen Trainer hier, aber ich möchte, dass unser Team besser als dieses Level, als die Pokémon in diesem Level hier sind. Also am Anfang habe ich ja richtig viel durchs hohe Gras und habe dann unzählige Pokémon niedergemetzelt, damit wir also ein bisschen besser sind, weil wir nicht genug Pokémon hätten, dann hätten wir die nicht immer austauschen können. Dann hätte das Projekt enden müssen. Weil wenn alle Pokémon sterben, dann endet das Projekt. Dick. Nein, ich möchte doch nicht bei Dick da raus. Kann die Manni kill das bitte, bevor du gleich gekillt wirst? Okay, das ist ein bisschen beunruhigend. Aaron, ich möchte nicht zu großes Risiko eingehen. Also Aaron, das macht alles weg. Ihr habt Meryl gesehen und das konnte nichts gegen es. Oh, beide ist ein Level 20 und dann... Oh, dann macht keiner mehr Schaden. Oh, Level 20, Aaron. Schade, dass du dich bis jetzt noch nicht entwickeln kannst. Vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie entwickelt. So, ja, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich werde noch die restlichen Trainer hier mal eben durch kaputt machen. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!